Jürgen Köhnlein, 50 Jahre alt, erster Polizeihauptkommissar. Nach der Ausbildung in Würzburg und in Nürnberg kam ich Anfang der 90er in die Landeshauptstadt. Dort habe ich hauptsächlich beim Einzeldienst USK gearbeitet. Heimversetzung nach Oberfranken, dort in der Dienstgruppe bei der PE Bayreuth-Stadt. Studium in Sulzbach-Rosenberg. Rückkehr auf meine Heimatdienststelle, der PE Kulmbach, dort stellvertretender Dienstgruppenleiter, dann Dienstgruppenleiter. Im Rahmen eines Förderverfahrens Stationen im Polizeipräsidium Oberfranken, dort bei E3 und E1 während der Reform und auch bei der PE Münchberg. Ich bin oberfränkischer Bezirksvorsitzender, bin stellvertretender Landesvorsitzender und bin auch im DPOLG-Bundesvorstand. Ja, ich helfe gern Leuten in schwierigen Situationen. Ich denke, das zieht sich bei mir ein bisschen wie ein roter Faden durch meine Vita. Früher Klassensprecher, später Studierendensprecher, dann die Arbeit im Personalrat und dieses Helfergehen, so würde ich es mal nennen, kann man bei der DPOLG sehr gut ausleben. Ja, ich bin im Landesvorstand für die Ausstattung insgesamt zuständig, blaue Uniform, Schutzausstattung, ESA und Bodycam zum Beispiel. Aber eine Neuerung, da war sehr viel Herzblut dabei, das ist die Einführung des Tasers. Und da habe ich mich, um die Ungefährlichkeit des Taser-Einsatzes zu beweisen, sogar mal tasern lassen, die längsten 5 Sekunden in meinem Leben.